Perfekt. Und da bin ich auch wieder zurück. Musste erstmal noch mit der Taschenlampe einmal über den kompletten Hof rüber schleichen. Das ist immer so ein Kilometermarsch, um zur Garage zu kommen, um da was zu trinken rauszuholen. Ja, danke. So, jetzt kann es auch entspannt wieder weitergehen. Bis man morgen das nächste Mal sagt, halt Stopp. So. Also, Bestiarium weitermachen, ne? Und einmal zu dieser komischen Jagdhütte. Ich habe mich extra beeilt für euch. Das Gute, ganz ehrlich, das Gute ist, dass meine Katzen gerade tief und fest schlafen. Und ich nicht gezwungen war zu kuscheln, weil ich glaube, dann hätte es noch länger gedauert. Aber wenn die Kleinen ankommen zum Knuddeln, dann gibt es kein Halt mehr. Kapgeier. Kacke. Trotzdem noch getroffen. Gut, es ist nicht so wild, aber. Meh. Map. Wo war das mal? Hier. So, einmal gucken. Klar, wir können mal zusammen spielen. Könnten wir machen? Wobei ich gerade ja eher auf, also bis auf jetzt halt gerade, jetzt ist ja wirklich eher nach Bestiarium, gerade eher nach Story wieder gehe. Aber ansonsten, wir können gern auch mal zusammenspielen. Das steht dem nichts im Wege. Sofern Interesse besteht. Können wir das gerne mal. Okay, das hat mir gefallen. Können wir das gerne mal machen. Was für ein Elfen wegschwachen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sowas wie. Na, es gibt Elfen ähnliche, aber ich glaube, Elfen direkt gibt's nicht. Ich bin mir da jetzt eher weniger sicher, aber. Ja, Level 12 noch kaum mal Story machen. Ja, die Story ist halt auch irgendwie. Auf der einen Seite ist sie echt cool, auf der anderen Seite zieht sie sich manchmal aber auch. Sie haben schon vorher mir deutlich besser gefallen. So war denn. In welche Richtung waren wir unterwegs? Das ist die falsche Richtung. In diese Richtung waren wir unterwegs. Da ist auch der Kristall. Aber wo sind meine anderen Bestiariumsviecher? Ich brauche doch noch. Da ist. Was bist du denn? Ich hatte gerade für kurze Zeit Angst, dass es eine Katze ist. So von hinten sah es gerade tatsächlich so ein bisschen katzenähnlich aus. Der Lori. Ein Rüsselkäfer. Ach. Er hat aber keinen Rüssel. Nein, wie der klingt. Das Tapper, Tapper, Tapper. Das ist so niedlich. Ui, ich will den haben. Wo kann man den? Ich will den als Haustier haben. Ich will einen Rüsselkäfer haben. Jetzt. Ich will einen Rüsselkäfer. Ist auch seltsam. Spenden mag ich nicht, ne? Aber Käfer. Was stimmt nicht mit mir? Was? Ganz ehrlich, was ist bei mir schiefgelaufen? Was? Ich glaube, ich wurde als Baby zu oft auf den Kopf geknallt. Das ist ein Käfer im Rüssel. Ja, gut. Oder Käfermassage.
Das reinigt die Poren und die Nase. Und in die Küche muss ich auch fixen. Viel Spaß in der Küche. Oh Gott, da muss ich heute Gott sei Dank nicht mehr rein. Oh, aber für, morgen mache ich lecker Gulasch. Lecker, lecker Gulasch. Wenn ich an morgen denke, habe ich schon wieder Hunger. Obwohl ich gar keinen Hunger habe. Aber irgendwie der Gedanke, dass ich morgen Gulasch esse, der könnte ich einfach... Oh, da wird mir ganz warm ums Herz. Wenn es auch so gut ist, dann habe ich aber auch noch nicht gespielt. Ich kann mich mit Gwent nicht anfreunden. Ich muss Gwent echt lernen. Ich glaube, dann mag ich es auch. Wenn ich Gwent lerne, dann passt das irgendwann. Wobei in diesem Leben mit, zumindest mit Witcher 3 und dem jetzigen Durchlauf wird das erstmal nichts. Gut, das ist nur lecker, wenn es über Ofen, offenem Feuer im Kessel gemacht wird. Ja, unser Ofen, also, wir haben tatsächlich einen Ofen, also so ein, ne? Kamin. Aber da können wir leider nichts, also nichts über offenem Feuer machen, weil der ist zu. Wir haben also keine richtige Feuerstelle. Aber Gulasch ist trotzdem lecker. Hirschgulasch soll gut sein. Oh ja, Hirschgulasch ist echt lecker. Das hat mal... Oh, die Mutter meines... Hey, jetzt Verlobten. Mal gemacht vor... 3 Jahren? 3 oder 4 Jahren zu Weihnachten. Gott, war das lecker. War das lecker. Also, ich glaube, das war mit das beste Gulasch, was ich je gegessen habe. Neben dem von meiner Großmutter. Die macht Schweinegulasch. Und das ist auch richtig lecker. Und mein Freund hat, also, ne, hat vor, wann war das denn? Ich glaube, letztes Jahr hat er auch mal Gulasch gemacht. Ich glaube, 3, 4 oder 5 Stunden hat er das erstmal köcheln lassen. Und das war so lecker. Ich hätte mich reinlegen können. 3 Tage haben wir davon gegessen. Hirsch habe ich auch noch nicht probiert. Aber scheint gut zu sein. Andere immer davon schwärmen. Ja, also Hirschgulasch musst du echt mal probieren. Das ist richtig, richtig, richtig lecker. Also kann ich nur empfehlen. Ja, da gewinnt das Kartenspiel aus Witcher 3. Wenn man es kapiert, ist es wirklich leicht. Das steigert die Taktik. Ja. 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 Ich liebe Witcher 3. Gwent ist blöd. Aber ich habe es halt auch nicht wirklich kapiert. Ich muss mich da echt mal reinfuchsen. Ich will das haben. Das da will ich haben. Das ist geil. Ich will den Chocobo haben. Ich bin verliebt. Ich will es haben. Jetzt. Klauen. Warum gibt es keine Fähigkeit? Klau die Pets von anderen Leuten. Das wäre geil. Ich muss aber eins mehr machen. Das geht mir nämlich schon eine geraume Zeit auf den Keks. Einmal. Huch. Hier schwimmen die Tierchen. Einmal die Tierchen. Wobei, warte. Werde ich sie nach dahin wieder größer machen? Aber die Tierchen da hinstellen. So. Hey, ich will nicht ins Feuer geschmissen werden. Ich mag Gwent nun mal nicht. Gwent ist halt... Ja. Was ich mag, ist das Pokerspiel in Witcher 1 und 2. Wobei in 2 weniger. In 1 habe ich es geliebt, das Pokerspielen. Das war cool. Aber sonst... Dämonenschnack. Ach du Scheiße, bist du hässlich.
Hast du eigentlich mal deiner Mutter gesagt, wie du aussiehst? Ist sie stolz auf dich? Du hast dich ein bisschen gehen lassen. Ich würde auch mal was dagegen tun, dass du so dein Gebiss so offen zeigst. Alter, bist du... Alter. Huch. Ist das Ding hässlich. Ist das noch Single? Ich glaube, also Gwent werde ich mir nicht holen. Definitiv nicht. Es gibt dafür andere Spiele, wo ich dann eher mein Geld für rauswerfe. Das Schlimmste ist, ich habe schon wieder das nächste Spiel, was ich mir für dieses Jahr vorbestellen werde. Und es kommt direkt an meinem Geburtstag raus. Genauso wie. Ja, aber. Ich meine, dass man es auch. Also, ne? Manchmal gibt es ja auch. Also, ich meine, dass man es irgendwann mal kaufen musste. Vorzeiten. Fallout 76. Jetzt werde ich mir auch noch holen. Aber als nächstes steht auf meiner Liste das neue Tales of, was rauskommt. An meinem Geburtstag. Das neue Tales of, das werde ich mir als nächstes vorbestellen. Danach bin ich dann für den Monat erstmal wieder pleite. Aber das ist es wert. Genauso wie ich mir Life is Strange vorbestellt habe. Remastered wie den neuen Teil. Das gibt's dann in den Herbstmonaten. Da ist dann Life is Strange komplett dran. Gott, das wird toll. Und ab September dann auf jeden Fall Tales of. Das wird auch toll. Ich liebe es jetzt schon. Ich wollte 76. Natürlich kann ich es lesen. Aber meine Priorität liegt gerade auf dem neuen Tales of. Das neue Tales of. Das will ich haben. Ich brauche es. Weißt du, wenn ich die PS5 schon nicht kriegen kann, dann wenigstens die neuen Spiele, die rauskommen. Kommen noch so viele geile Spiele raus. Aber wenn ich die PS5 nicht habe, brauche ich dafür die Spiele nicht vorbestellen. Ich brauche noch einen Lori. Ich brauche noch so vieles. Wo sollen die Mandragoras sein? Das da hinten sind Pilze. Das sind, glaube ich, keine Mandragoras. Das sind... Was? Ein Feenfungus. Ach, hallo. Dämonenschnacke. Ich kam gerade nicht mehr darauf, wie du heißt. Du bist das hässliche Viech von nebenan? Lass mich. Dämonenschnacke, lass mich. Du machst dir so keine Freunde. Ist dir das eigentlich bewusst? Sag mal, wo kommt man eigentlich mal deine Katze sehen? Gibt's irgendwann noch eine Catcam? Ja, das Problem ist halt da, dass ich halt im Keller meinen Raum habe. Also mein Einkater, der kann bei Zeiten mal hier auftauchen, wenn ich den halt mit runternehme. Aber die anderen beiden werden wahrscheinlich, sofern wir nicht umziehen oder wir hier eine Katzentreppe reinbauen, für die ich immer noch bin. Muss ich aber frustriert zu überreden, dass wir eine Katzentreppe hier einbauen. Ansonsten, ja, werdet ihr nur mein Dickerchen irgendwann mal sehen, wenn da hinten mein Regal steht. Mein anderes. Und ich auch den Katzbaum und das Katzenklo unterbringe. Werdet ihr den einzelnen sehen. Bei der, also mein eigener darf halt auch runter. Der hat dann hier unten auch sein Reich. Weil mit meinem Kater kann man zum Beispiel halt auch Gassi gehen. Die anderen beiden sind halt einfach Angsthasen, sozusagen. Die gehen keinen Schritt vor die Tür. Meiner, da habe ich extra vor 2 Jahren eine Katzenleine für gekauft, also so ein Katzengeschirr. Und
mit dem kann ich dann auch wunderbar über die Wiese spazieren, ohne dass er vor Schreck umfällt und mir hier an einem Herzinfarkt stirbt. Das heißt, den Kleinen werdet ihr irgendwann mal sehen. Der Kratzbaum steht hier sogar schon. Der Kratzbaum hat schon noch nicht seinen endgültigen Platz, aber er hat einen Platz. Wahrscheinlich so zum Sommer hin, denke ich mal, werdet ihr meinen Einkader zu Gesicht bekommen. Ich kann auch mal für YouTube ein Video machen. Oder euch meine ganzen Haustiere mal zeigen, wenn Interesse besteht. Das müsstet ihr dann wissen. Ja, da könnte ich es bei YouTube hochladen. So ein... Ja, wie nennt man das? Cat-Tour. Oder Pet-Tour. Statt Room-Tour. Warum gucke ich eigentlich darauf? Da steht nicht, wo meine Bestiarium-Viecher sind. Das klingt toll, da freue ich mich schon. Mit dir Katzenvideo toll. Es gibt kein Rezept für Katzen-Cordon Bleu. Lustige Katzenvideo. Oh Gott. Dann habe ich ja für 30 Jahre Videomaterial bei dem Mist, den meine Katzen verzapfen. Also was meine Katzen manchmal so bringen. 74 ist sauer zum Mitnehmen. Nein, es gibt hier keine Katzen zum Verspeisen. Nein. Das hier ist eine katzenfreundliche Zone. Hier werden keine Katzen gegessen. Katzenmama sagt nein. Aus. Hui. Böser Dadelmatz. Ganz, ganz böse. So. Das brauchen wir noch ein Bestiariumstiere. Also ich werde jetzt hier nicht alle machen, aber... So ein paar möchte ich eigentlich schon noch. Wenn wir mal was zu essen machen. Jo, bis gleich. Was machst du dir denn Feines? Sofern du die Frage jetzt noch mitgekriegt hast und es verraten möchtest. Wie gesagt, ich weiß hier nicht, wo ich jetzt hier langlaufe. Ich will eigentlich nur meine Viecher finden. Was nicht gerade einfach ist. Ich bin schon wieder auf der ganz anderen Seite der Map, ne? Ja. Aber hier... Hier gibt es soweit, glaube ich, nichts, was ich brauche. Gott, ich möchte ein Reittier haben. Wachstufe im eigenen Saft 17 Minuten. Nein! Nein! Pfui. Einfach nur pfui. Was sind das denn für hässliche Viecher? Das sieht aus wie so Giraffendodos. Okay, es sind keine Giraffendodos. Oh, das sieht cool aus hier. Sylphenzuflucht. Hongkong pfui, also hieß das. Nein! Lass meine Katzen in Ruhe! Verdammt. Die Musik hier ist leicht creepy. Von der Händlerin. Gucken wir doch mal bei der Händlerin. Ich möchte vielleicht auch einfach nur die Bocken. Danke. Oder Silfenhändlerin. Okay, oder? Ah, okay. Also nichts, nichts, was wir benutzen können, scheinbar. Schade. So, ich habe aber immer noch keine Ahnung, wo wir hier die restlichen... Ja, wir müssen Tiere finden. Also wenn wir jetzt nicht in den nächsten paar Sekunden, Minütchen was finden... Werden wir weiter den Quests folgen.
Das erinnert mich jetzt hier sehr stark an Final Fantasy XII. Ach. Du Heilige. Ja, Stufe 40. Ach komm. Wir gehen mal. Wir verschwinden mal. Ganz, ganz gepflegt verschwinden wir hier mal. Aber ich angeblich soll doch im Ostwald. Warte mal. Das ist tiefer Wald. Die finden wir hier nicht. Ostwald. Moniktopf. Das ist doch hier. Oder? Nee, das ist die Jagdhütte. Wo war denn der Honigtopf nochmal? Weiß es nicht. Ah ne, Honigtopf vor allem. Honighof. Das ist hier oben. Oh, okay. Tiefer Wald, der Honighof. Aber da war doch gar nichts mehr. Hat er doch da extra geguckt? Ich hab da nichts mehr gefunden gehabt. Also da möchte ich jetzt ungern reinlaufen. Immer diese Suche nach gewissen Viechern. Ich meine, wir müssten es jetzt noch nicht machen, aber... Ist wie halt schon? Schon cool, weil ich habe Angst, dass uns die Hauptquest irgendwo hinführt, wo ich so schnell nicht wieder zurückkomme. Versteht ihr? Und dann fehlt da so ein Muff. Naja, also tatsächlich etwas Praktisches ist an meinen Katzen, wenn mir nachts zum Beispiel kalt ist, also mir ist selten kalt, davon mal ganz abgesehen, aber im Winter halt zum Beispiel, und die Katzen sich dann neben dich legen, stehen. Du brauchst keine zweite oder dritte Decke, du hast einfach diese Katzen, die dann auf dir drauf liegen und mit einem knuddeln. Oder noch ein Vorteil, wenn es einem tatsächlich mal so überhaupt nicht gut geht. Meine Katzen sind die perfekten Tröster. Also sobald sie merken, okay, Frauchen geht's nicht gut, wird dann erstmal quasi Frauchen totgeknuddelt. Und ich werde belagert. Ich habe alle drei dann um mich herum. Und dann gibt's ein Schnurrkonzert. Und da kann man eigentlich nur noch lachen. Wenn die drei anfangen zu schnurren, das... Schön. Es gibt nichts Schöneres. Aber doch, es gibt schön, was Schöneres, aber. Ja. Es ist doch herrlich. Katzen sind toll. So, und wo sollen jetzt hier die Viecher sein? Ich habe keine gefunden. Das ist immer die Baumschnecke. Baumschnecke. Wildschweinchen. Baumschnecke. Mandragora, ich habe da eine gefunden. Du kannst sie nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Ich finde dich. Aber wenigstens noch ein Bestiarium hier. Man sollte vielleicht auch hingucken, was man tut und nicht wahllos. Oh, habe ich schon fertig? Oh, ich brauche doch nur eine. Gibt's hier noch irgendwo? Oh, gibt's hier noch irgendwas, was... Ein Goblinjäger müsste hier noch irgendwo sein. Das habe ich da hinten nicht gefunden. Das ist Südwald. Brombeerlichtung. Das müsste dann auch hier oben sein. Das sind die Wildschweinchen. Aber süß, dass sie sich Wildschweinchen nennen. Und die Wildschwein. Die haben sich gleich verniedlichen lassen. Das ist schon 70 Follower. Das ist ja der Rest. Ich mache tatsächlich was. Es ist noch nicht ganz fertig ausgereift.
Aber bei 100 Followern möchte ich eine Verlosung machen. Ist aber nur noch alles in Planung. Also bei 100 Followern würde es dann halt eine Verlosung geben. Eine kleine Mini-Verlosung. Also noch nichts Großes, aber halt trotzdem so, weil ich ein bisschen was halt auch an euch zurückgeben möchte, so als Dankeschön. Und ja, deswegen hatte ich mir zusammen mit Frischus halt überlegt, dass ihr dann halt quasi ja zum für 100 Follower dann quasi ein kleines ein Special Stream machen und da dann halt was verlosen, was auch der Grund ist, weswegen ich komplett auf Stream Elements gewechselt bin, weil ich da halt wunderbar eine Verlosung starten kann. Und ich mir da gerade dabei bin, alles anzulesen, wie das alles funktioniert und was zu beachten ist und so weiter und so fort. Boost-Stream und das Bade... Nein! Aber es... Das hat Frutus neulich entdeckt. Es gibt ja tatsächlich Leute, die aus dem Pool raus streamen und einfach nur da sitzen im Badeanzug oder Bikini, also meist Bikini und einfach nur da sitzen, nichts tun, meist oder essen oder trinken oder keine Ahnung, aber einfach nur dann sitzen im Wasser und nichts tun. Warum macht man sowas? Also, ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat oder... Wir haben uns auf jeden Fall gefragt, so, was? HotTube ist völlig bekloppt. Ja. Ach, heißt das so, HotTube? Ernsthaft? Also damit kann ich überhaupt nichts anfangen, ne? Ja, oh Gott. Eieieiei. Also ich weiß nicht, was da der Sinn hinter ist, sich quasi halbnackt vor die Kamera zu setzen. Und vor allem das Geilste ist, und dann regen sie... Es gibt dann ja auch Leute, die sich dann halt wirklich darüber aufregen, dass das andere Geschlecht halt dann so draufgeiert. Ja, wenn man sowas dann macht, dann ist das kein Wunder. Also klar, bleibt ihm selbst überlassen, aber wenn ich mich halbnackt vor eine Kamera stellen würde und mich dann darüber aufregen würde, dass man mich angafft und mir komische Kommentare zuruft, ja, das ist kein Wunder, das ist dann selbst schuld. Das ist dann pure Dummheit. Aber ganz ehrlich, was bringt das? Wer da drauf geht, aber ich bin... Oder so, da gibt es mir auch ein besseres. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mir dann... Statt dass ich mir sowas angucke, ja, dann gucke ich auch lieber Porno. Also lieber das, als eine Frau, die da die ganze Zeit nur in ihrem Badewasser sitzt. Oder in ihrem Poolwasser. Am Fressen ist. Oder vielleicht auch am Saufen oder keine Ahnung, was die da machen. Das ist doch langweilig. Solchen Leuten kann ich doch nicht zugucken. Vor allem kann ich doch nicht ernst nehmen. Gut, mag ja Leute geben, die drauf stehen. Bitte, du musst es machen, aber ich verstehe da den Sinn nicht hinter. So, da gibt es tausend andere Sachen, die man so auf Twitch machen könnte. Was zum Beispiel cool ist, ist halt dieses Bodypainting. Das hat wenigstens noch Sinn und Verstand irgendwo. Das ist halt... Je nachdem, wie professionell man es macht, halt Kunst. Aber sich ins Badewasser zu setzen und einfach nichts tun, das ist weder Kunst, das ist weder... Ja, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ich möchte glaube ich auch nicht verstehen. So in 10 Minuten sind meine Brötchen fertig. Ah, Brötchen gibt's bei dir. Hatte ich vorhin auch. Lass sie dir auf jeden Fall schmecken. Schau mal bei Gelegenheit bei Magiala. Geht als Schwimmen Stream. Aha. nein. Ich glaube, nein. Also, nein. Wie gesagt, soll jeder machen, wie er mag. Mein Ding ist es nicht. Ich halte da auch nicht so besonders viel von. Aber jedem das, was er machen möchte. Ich verstehe nur nicht, warum ja, Twitch das dann, ne? Und manche andere Sachen werden dann zum Beispiel halt
wert, wo ich mir darauf frage. So. Gut. Macht eher weniger Sinn. Weil ich glaube, man darf auf Tisch darf man dann, glaube ich, auch nicht mit kurzer Hose sich zeigen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Im Sommer zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das höre ich halt bei vielen Streamern. Da habe ich halt vor ein paar Jahren immer oft gehört, dass man dann zum Beispiel keine kurze Hose zeigen darf. Oder halt, wenn der Ausschnitt zu tief ist. Wenn ich mir dann denke, ja, aber du darfst dich im Bikini in ein Schwimmbecken setzen, wo du viel mehr siehst, als wenn du eine Hose anhast, wo man die Beine sieht. Wenn es ein Bikini ist, das passt vorne und hinten nicht. Das hat doch nicht Hand und Fuß. Sie hat Beine gesagt. Ja. So. Ich habe offen. Ofenfrische Aalpastete. Oh nee, die kannst du behalten. Ich glaube, da sagt Twitch nichts gegen, wenn ich Beine und Ausschnitt sage. Es gibt ja tatsächlich Wörter, die gesperrt sind, aber da ich die Wörter sowieso nicht kenne. Also ich habe mich tatsächlich darüber informiert, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Aber da ich die Wörter, die komplett verboten sind, eh nicht kenne, kann es mir auch nicht passieren, dass ich es sage. So, Aalpastete, wie wär's? Oh, Penny hat dich zum Fest der Hohen Buntweihe eingeladen. Wie schön. Ja, aber deine Aalpastete kannst du trotzdem behalten. Du sollst die Hauptrolle spielen? Das ist doch nicht dein Ernst. So eifrig du auch bist. Das ist doch wohl zu viel der Ehre. Mit der Hohen Buntweihe soll unsere Verbindung mit dem Gebieten des Waldes gestärkt und erneuert werden. Das ist eine bedeutende Zeremonie. Bedeutendste Zeremonie überhaupt. Ich kann nicht mehr lesen. Böse Wörter sind zum Beispiel Elfen und Elben. Nein, Elfen und Elben sind toll. Wenn ich irgendwann mal Merch rausbringe, irgendwann mal in 1000 Jahren, mache ich extra so T-Shirts mit We Love Elben. Tod den Zwergen. Nee, Tod den Zwergen mache ich nicht. Zwerge sind cool allein, weil sie Bier trinken, aber We Love Elben. Ja, ist auch ein böses Wort. Ey! Stimmt doch gar nicht. Du musst dabei die Brücke zwischen den Gridanien und den Gebieten bilden. Du, obwohl du nicht von hier kommst. Oder womöglich gerade, weil du eine unbefangene Außenstehende bist. Jedenfalls musst du rasch die nötigen Vorbereitungen treffen. Lauf in die Zimmer Ragedo und fragt nach dem Gildenmeister Beatin. Er wird dir etwas geben, was du für das Fest unbedingt brauchst. Komm dann wieder zu mir zurück und ich erkläre dir, was es damit auf sich hat. Oh, wieder so ein Hin- und Hergerenne. Geh nach A, hol was, damit du bei B weiterkommst. Und am besten musst du auch noch vorher zu C rennen, damit es überhaupt Sinn macht, was du bei B tun sollst. Der einzige Nachteil an solchen Spielen. Obwohl ich das Spiel toll finde. Ich liebe dieses Spiel. Irgendwie muss man das Spiel generieren. Ja, aber das kann man doch anders tun. Das kann man doch. Selbst wenn ich nicht von A nach B nach C renne, habe ich trotzdem in den meisten Spielen meine 100 Stunden. Mehr sogar. Ganz ehrlich, selber bei Spielen, die manchmal nur so 5 Stunden in der Regel gehen, da hole ich trotzdem beide 20, 30, 40 Stunden raus. Und ich frage mich auch immer so, wie habe ich das jetzt gemacht? Oh, du bist also die geheimnisvolle Unbekannte? Mizun hat mir eine besondere Abenteuerin, die bei der Hohen Buntweihe die Brücke sein soll, angekündigt. Aber dass du das bist? Na, wie dem auch sei. Ich denke, du kommst wegen dem hier. Alles schon bereit für dich. Pass gut drauf auf, ich habe bei der Herstellung mein ganzes Herzblut einfließen lassen. Ja, ganz toll. Für eine Kiste sind wir jetzt hier hingekommen.
Weißt du, solche kleinen Sachen, die muss man doch nicht machen. Das ist so unnötig. Das ist so ein kleines Schmierentheater. Wir sind ein Hase. Wir sind keine Katze mehr, wir sind ein Hase. Du hast es bekommen. Ausgezeichnet. Dann zeig mal her. Bitte. Hast du schon einen Blick hineingeworfen? Nein. Das Kistchen enthält eine Monoa-Maske. Das ist eine Ritualmaske, die aus einem ganz besonderen Material besteht. Aus Rinde, die behutsam von Wächterbaum abgeschält wurde. Vom Wächterbaum stell dir vor. Ich kann dir jetzt die alles dazu erklären. Aber du bist jetzt immerhin ausgestattet. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, zum Festort zu gehen. Stufe 18 und wir haben eine neue Fähigkeit. Die Pfeilsalve. Sehr schön. So. Nun, da du die Maske hast, bist du bereit für das Fest. Sei doch nicht nervös. Auch wenn du im Zentrum des Geschehens stehst, musst du nichts Besonderes machen. Die Hauptarbeit machen die anderen. Du stehst einfach nur da mit einer Maske und versuchst würdevoll und ernst zu wirken. Verstanden? So, nun mach dich auf den Weg. Lauf zum Miketos Amphitheater und sprich dort mit Estane. Die kümmert sich dann um dich. Und vergiss auf keinen Fall, die Manoa-Maske anzulegen. Okay, warte, wie lege ich nochmal die Manoa-Maske an? Das hier? Ja, das hier. Thank you.